Hallo und guten Morgen, Leute. Erster Schultag nach den Sommerferien. Ich habe Angst. Ich bin schon ein bisschen länger wach, weil ich musste ja mein hervorragendes Intro filmen. Ich aus dem Bett falle. Aber könnte auch eine Real-Life-Aufnahme sein. Also ich war wirklich sehr müde heute Morgen, weil ich bin in den Ferien nicht besonders früh aufgestanden und bin sehr spät ins Bett gegangen. Manchmal so halb eins erst und deshalb bin ich jetzt ein bisschen raus aus meinem Schlafrhythmus. Und jetzt muss ich mich ja fertig machen für den ersten Schultag. Nach 3 Monaten nicht in die Schule gehen und jetzt habe ich irgendwie so eine Angst, weil es kommen auch so viele neue Leute und neue Lehrer und ich weiß nicht, wie es wird. Und ich hoffe, es wird gut und es kommen nette Leute. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein cutes Outfit. Ich muss erstmal gucken, was ich Schönes anziehe, weil das ist so A und O, ob ich gute Laune habe oder nicht heute. Deshalb muss ich irgendwas Cooles finden, weil das kann ich ja wohl nicht anlassen. Und dann machen wir uns zusammen fertig. Erster Schultag. Ich mache jetzt erstmal hier meine Lichter an, damit es hell wird. Und wir haben jetzt 7.12 Uhr. Und ich mache jetzt mal meine Shutter hier auch auf. Und dann stretche ich mich, glaube ich, erstmal ein bisschen zum Wachwerden. Das muss reichen, glaube ich. Ich habe nicht so viel Zeit jetzt morgens, wenn ich auch noch filmen muss. Ich bin eh immer zu spät. Ich habe mich aber in den Ferien so schon jeden Tag gestretcht. Schönen Morgen. Und das wollte ich jetzt beibehalten und die Schule haben. Wish me luck. Ich versuche schon halt gefühlt eine halbe Stunde ein Outfit zu finden und das ist bis jetzt mein Outfit-Chaos. Also es ist viel zu warm, eine lange Hose anzuziehen, aber irgendwie finde ich, sieht lange Hose besser als kurze Hose. Und dann dachte ich, oh, vielleicht doch Rock und ich möchte unbedingt meine neuen Schuhe anziehen. Mal gucken, die sind voll cool. Die sind so Plateau von Adidas und ich mag die Farbe voll. Und deshalb muss ich irgendwas passend zu diesen Schuhen finden. Das macht es noch schwieriger. Dann mache ich mich jetzt erstmal fertig. Vielleicht fällt mir da noch irgendwas Gutes ein. Okay, let's get ready. Ja, jetzt zeige ich dir mal, wie das so abläuft bei uns in der Schule. Also, am ersten Schultag müssen wir um 8.30 Uhr da sein, also so wie immer. Und dann gehen wir in die Kirche rein und dann setzen wir uns da hin. Dann müssen wir, glaube ich, singen. Wenn wir das fertig haben, dann werden uns die Lehrer vorgestellt. Und dann sitzen wir da alle und hoffen, dass wir gute Lehrer bekommen. Ich weiß gar nicht, was wir am ersten Schultag denn so inhaltmäßig machen. Ich glaube, wir machen gar nicht so inhaltmäßig. Kennt ihr das so? Man macht jedes Mal mit jedem Lehrer die gleichen so Kennenlernspiele. Ja, jetzt machen wir das und das. Ich erzähle, was ihr in euren Ferien gemacht habt. Dann darf man das mal auf Spanisch erzählen, auf Französisch, auf Englisch. Und dann spielen wir noch irgendwelche Spiele. Und da muss man so Namensschilder basteln. Also müsst ihr auch Namensschilder basteln. Wir müssen jedes Mal Namensschilder basteln, weil unsere Lehrer sich unsere Namen nicht merken können. Ich überlege gerade, was ich mit meinen Haaren machen soll. Soll ich die einfach aufmachen und dann so lassen? Oder soll ich noch Zöpfchen reinmachen oder so? Weil manche machen noch so Zöpfe da rein, dann sieht das so ein bisschen mehr aufgepeppt aus, als wenn ich dann die Locken habe. Aber ich weiß es nicht. So, der erste Eindruck ist der wichtigste, Leute. Aber eigentlich kenne ich die Leute eh schon da. Wir kriegen, warte, ich muss kurz überlegen, wie viele neue Schüler wir kriegen. Ich glaube, wir kriegen 6 neue Schüler, 2 neue Jungs und 4 neue Mädchen. Ich gucke auch gleich noch, welchen Schmuck ich anziehe. Da müsst ihr mir mal helfen bei meiner Entscheidung, weil ich finde so Haare und Outfits sind so das Wichtigste, danach kommt so Schmuck, um alles aufzupeppen. Können wir jetzt schon die 10. Klasse und dann ist noch die 11. und dann nur noch die 12. und dann bin ich endlich fertig. Das wird ein Fest, wenn ich fertig bin. Ich sag's euch, Leute,
Ich habe nämlich gar keine Lust mehr eigentlich, jeden Tag hinzugehen. Und ich freue mich so, wenn ich fertig bin mit der Schule, irgendwie sagen, ah, dann wird Schule dann so vermissen. Aber ich glaube, ich vermisse das einfach nicht. Wir schreiben jetzt auch am Ende von der 10. Klasse, also nächstes Jahr in den Sommerferien, also vor den Sommerferien, unsere Abschlussprüfungen für die 10. Klasse, so mittlerer Schulabschluss. Und wir können halt nicht wählen, in was wir das schreiben wollen. Das heißt, ich muss es auch in Mathe schreiben und das ist halt alles so von den letzten Jahren. Und ich finde es ja, wenn ich lerne dann so Sachen, dann vergesse ich die wieder. Deshalb habe ich ein bisschen Angst vor dieser Mathe-Abschlussprüfung. Ich überlege gerade, ob ich so ein bisschen so braunen Eyeliner drauf machen soll, weil ich mache das irgendwie immer, also in den Ferien. Ich habe jeden Tag diesen braunen Eyeliner drauf gemacht, nur halt nie in der Schule, weil ich mir so dachte, ja, ich kann nicht so geschminkt dahin gehen. Aber ich glaube, scheiß drauf, wir machen das einfach drauf. Und wer es nicht gefällt, der kann ja weggucken. Okay, Make-up ist fertig und ach du Scheiße, wir haben schon 7.39 Uhr. Jetzt will ich mich sehr beeilen und ich sehe gerade meinen Mülleimer. Ich habe gestern Abend noch versucht, meine coole Jeans zu schneiden aus meiner alten Hose. Nur dann habe ich es total verkackt, weil ich habe mir hier hinten so einen Zacken reingeschnitten. Seht ihr das? Aber die wäre eh zu eng gewesen. Meine Haare halten gut. Okay, Haare sind jetzt fertig. Die hängen sich gleich eh noch aus hier. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, wenn ich einmal rausgehe. Und dann kommt auch die schlimme Schulluft, dann ist eh alles vorbei. Jetzt muss ich mal gucken, was ich anziehe. Ich weiß immer noch nicht was. Wir haben es geschafft. Ich habe ein Outfit gefunden. Ich habe jetzt gerade noch meinen Pulli drüber. Ich zeige euch das mal kurz im Spiegel. Also, ich habe diesen Jeansrock hier an. Guck, der geht hier so doppelt noch drüber. Das fand ich cool. Dann meine rosanen Schuhe. Und dann habe ich jetzt den Pulli da drüber geschmissen, weil es wird morgens noch ein bisschen frisch. Und wenn wir in die Kirche gehen, dann wird es da auch voll kalt drin. So, das ist jetzt ohne Pulli. Einfach dieses Basic-T-Shirt hier von Brandy, dieses graue. Das ist aber schön gemütlich. Und jetzt ziehe ich noch ein bisschen Schmuck darüber. Dann kann ich das graue T-Shirt noch ein bisschen aufpimpen. Okay, kleine Armbänder-Schuhe. Also ich habe hier ganz viel von Breezy Bay an. Das ist von Breezy Bay. Das hier auch, das auch. Dann habe ich noch das hier dazwischen geschmissen. Und das Rosan hier noch. Und auf der Hand habe ich mir so blaue Sachen an. Also die sind auch alle von Breezy Bay. Hier seht ihr das Turtle-Set. Und dann habe ich noch das Silberne hier reingehangen, weil ich ziehe auch mal eine silberne Kette an. Wartet. Hier in meiner Box. Ich ziehe die an und hänge die so ein bisschen über meinem T-Shirt drüber. Dann mache ich dazu, glaube ich, silberne Ringe. So, das sind meine Ringe. Die drei hier sind von Breezy Bay. Der hier und der hier und der ist von Tiffany. Guck, ich habe meine Nägel. Meine Nagelfrau ist im Urlaub und jetzt ist das Nagelstudio zu und jetzt muss ich selber lackieren. Okay, noch schnell ein bisschen Parfüm, weil wir ja auch gut riechen da, ne? Benutze ich jetzt von Sol de Janeiro 68 und dann sprühe ich es dann überall drauf. Haare auch und fertig. What's in my bag? Ich nehme jetzt das Mäppchen hier mit. Das habe ich euch ja gezeigt. Das fand ich immer noch gut. Dann das Mäppchen. Da jetzt wenigstens die Katzen-Clips dran gemacht, die ich in meiner Korbtasche hatte. Hier, guckt, da steht so drauf, I wanna leave, get me out of here. Passt ja zur Schule. Dann noch einfach so ein random Notebook, falls ich irgendwas aufschreiben muss. Ich glaube nicht. Und dann nochmal eine neue Trinkflasche. Die muss ich jetzt unten noch auffüllen. Okay, let's go. Okay, ich muss jetzt noch schnell einen Smoothie machen, weil ich hatte keine Zeit mehr zum Essen, weil ich bei euch gefilmt habe. Aber ich habe jetzt hier gerade schon Banane reingemacht und Kohlhunde. Ich mache da noch ein bisschen Mango rein und Ananas und Mandelmilch. Und dann nehme ich das mit auf. Runtergefallen, ich hatte so Angst, dass auch meine Schuhe explodiert. Das wäre jetzt noch richtig gut gewesen. Und ein bisschen Wasser. Ich glaube, ich habe zu viel Früchte reingemacht. So, ich tue noch Hanfsamen rein, das schmeckt immer lecker. Jetzt einfach hier so einen Starbucks-Becher reingefüllt. Ich verwahre nämlich immer meine Starbucks
welcher die man da bekommt für das Starbucks-Feeling. Vamos. Beste Kekse. So Leute, es geht los. Ich will doch nicht mehr. Ich würde gerne woanders hinfahren. Shoppen oder so. Ich bin schon mein Smoothie fast aus. Und jetzt muss ich los zur Schule. Yay, wünscht mir bitte Glück. Ich versuche noch ein Thumbnail zu kriegen für euch. Wartet. Ich hab keine Lust. Ich bin sehr gespannt. Tschüss. Ich hab ein bisschen Angst. Wir sind jetzt hier in der Kirche drin und wir müssen singen. Ich kann ja total singen. Meine Eltern sprechen so gut. Ja. Das ist so wieder neue Leute da, Leute. Wir müssen Angst. Hallo Leute, wir haben jetzt Pause und wir essen jetzt hier unser Essen. Benno, willst du Hallo sagen zum Vlog? Benno will nicht Hallo sagen zum Vlog, Leute. Naja, auf jeden Fall weiß ich nicht, was wir gleich haben, weil ich kann unseren Stundenplan noch nicht. Und ja, bis später. Hallo, Nummer 2 Vlog, Leute. Wir sind jetzt hier in der Mittagspause. Ja. Wir gucken mich gerade alle komisch an, weil ich mit meiner Kamera rede, aber okay. Ew, mich hat irgendwie abgeworfen. Luke! Du hast mich getroffen. Ich hab Curry dabei. Was? Gaggel. Chicken. Gaggel? Oh, ich bin so schwarz. Was? Hallo meine lieben Freunde. Wir haben jetzt Mittagspause. Hier ist Benno neben mir. Nein, nein, ich will nicht gewärmt werden. Ich will nicht da sein. Ich will nicht. Ja? Ja, Benno will leider nicht gesehen werden. Benno ist undercover. Du kannst so genau. Pixel drüber machen. Ja. Wir haben gleich noch 2 Stunden Kunst. Und Marvi liebt Geschichte. Kunst. Marvi ist super gut in Kunst. Geschichte. Und wir haben noch Geschichte. Geschichte ist super. Ja. Schneid mich raus. Benno, warum gehst du extra rein, wenn du rausgeschnitten werden willst? Ich habe ja viel Spaß mit Gabriels Tageserklärung und ich esse jetzt mal hier, ne? Ich bin gerade in meiner Frühstückstasche drin. Es ist extrem kalt gerade hier drin, weil die Klima wurde angemacht. Aber ja, wünsche noch viel Spaß. Leute, ich kann nicht mehr. Es war so anstrengend heute der erste Schultag. Wieder bis 16 Uhr da sitzen. Nach 3 Monaten Sommerferien fast. Ich war noch alle so müde, glaube ich. Und ein bisschen schlecht gelaufen, wieder in die Schule muss. Ne, Benno? Nee, Spaß. War nach der Schule noch eben in der Stadt. Ich wollte unbedingt ein Eis essen, weil ich hatte so Hunger nach der Schule. Ich glaube, ich mache heute nicht mehr viel. Vielleicht gucke ich gleich noch eine Folge Gossip Girl, wenn ich Lust habe, mal gucken. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Ich glaube, ich beende den Vlog jetzt mal hier. Und ihr könnt einen dicken Daumen nach oben da lassen, was euch gefallen hat. Und sogar meinen Kanal abonnieren. Ihr müsst einfach nur unten auf den roten Abonnieren-Button drücken. Dann kommt ihr schon in die Marvi Family. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, Leute. Bye, bye, euch liebt.